Zum Teil stimmten Wähler auf kopierten Stimmzetteln ab. Oder sie durften nach Wahlschluss um 18 Uhr noch ins Wahllokal, um ihr Geschäft zu erledigen. Oder es fehlten schlichtweg die Stimmzettel und Menschen mussten ewig lang auf ihr demokratisches Recht warten. Oder sie bekamen es gar nicht. Das ist kein Kurzbericht der OECD über die Stadtverwaltungswahl in Managua, Nicaragua oder ein Kommuniqué des jüngsten Parteitages der Sozialistischen Arbeiterpartei Nordkoreas, sondern das vernichtende Urteil der Verfassungsrichter über die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Jahr 2021, nicht 1910. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, das Epizentrum deutscher Genauigkeit, der Ursprung preußischer Tugenden. Und dieses Berlin ist im Jahr 2021 tatsächlich nicht imstande, ordnungsgemäße, freie, demokratische, unanfechtbare Wahlen in einer freien, vorgeblich demokratischen Stadt eines vorgeblich demokratischen Staates abzuführen. Oder man könnte auch meinen, diesmal kamen sie mit dem Wahlbetrug nicht durch. Die Richter machten ihnen zögerlich, aber doch den Wahlfälschern einen Strich durch die Rechnung, wie man es nimmt. Gelernt hätten sie ja die rot-grünen Erben des Erich Honecker. Die gute alte Margot hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Ein paar Stimmzettel verbrennen wir hier, dort kopieren wir noch eine für verdiente SED-Mitglieder. Für unsere Parteigänger lassen wir die Wahllokale ein wenig länger offen, denn auch der Hauptmann von Köpenicke möchte 10-mal zur Urne schreiten. Cui bono, würde man sich nun fragen. Nachdem Wähler getäuscht wurden, eine parlamentarische Versammlung nicht legitimiert ist, ihre Beschlüsse daher ungültig sind. Wem hat's genützt? Richtig, den GründInnen und der linken SPD. Sie waren die großen Sieger dieser geschobenen Sause. Sie sitzen nun in der Regierung aufgrund eines amtlichen Wahlbetrugs. Sie sind die Profiteure der Wahllüge. Sie haben sich dank eines Wahlskandals die Macht erschlichen. Das sollten sich die Berlinerinnen und Berliner für das nächste Mal merken. Denn wie heißt es so schön? Wahltag ist Zahltag. Und das nächste Mal eben ohne Wahlbetrug.